Und herzlich willkommen zurück zu, ja, Mindtest, dem Kreativ-Let's Play. So, es hat sich einiges getan. Und zwar habe ich wieder ein bisschen bei meinen Servern rumgespielt. Kann ich ja mal ganz kurz zeigen. Lalalala. Achso, ja klar, ich habe den Browser vorhin gerade geschlossen. Ja gut. Blödes Kabel hier, was ist hier los? So, einmal bitte in meine Abteilung. Na nu, meinst du das wieder down? Und zwar muss ich jetzt selber gerade kurz ein bisschen erinnern. Ich habe zwei Sachen auf jeden Fall hinzugefügt. Und zwar einmal habe ich eine Rainbow Mod hinzugefügt, also eine Rainbow Ore Mod hinzugefügt. Und dann habe ich noch Skybox hinzugefügt. Muss ich mal ganz kurz gucken. Genau, ja. Ich hatte zwischenzeitlich mal Item Drops hinzugefügt, aber habe ich den noch direkt wieder entfernt. Das ist irgendwie nichts. Ich habe auch Miro of Return und Mana entfernt, einfach weil ich selber das nicht genutzt habe und andere haben es garantiert auch nicht genutzt. Aber was unterm Strich geblieben ist, ist Rainbow Ore. Heißt also, ja, ich weiß, ich habe mich daran halt ultra verliebt. Und Skybox. Und die beiden Sachen können wir uns jetzt auch mal angucken. Und zwar, nein, bitte nicht Doom for Doom. Nein, bitte auch nicht das. Sondern, Let's Play. Warum eigentlich 5 Dev? Ich spiele doch wieder mit der 10er Version. So. Habe ich jetzt hier eigentlich schon die Maus-Sense hochgestellt? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie hoch sie standardmäßig ist. Gucken wir mal. Ach, jetzt bin ich rausgegangen. Mann! So, wir gehen einfach mal rein in den Server. So und so und nein, das war das falsche Passwort. Das war von mein Klon 2. Ja, perfekt. So. Genau. Zum einen, wie gesagt, Rainbow Ore. Das heißt also, ja, ist quasi wie im Material jetzt wie alles andere auch. Weil ich hatte diese Neon-Katze drin, ne? Habe ich ja auf all meinen Servern habe ich ja diese Neon-Cut-Mod, dass diese Katzen ab und zu irgendwo auftauchen. Und ja, ich habe auf einem anderen Server hier diesen IFS-Server, Il-Fuzzle-Server. Da habe ich halt auch eine Katze gefunden und daraus kann man halt wunderschöne Sachen machen. Und da dachte ich mir, weißt du was, ich mag das. Nehme ich bei mir auch mit rein. Das heißt, wenn man jetzt hier eingibt Rainbow, dann hat man die ganzen schönen Rainbow-Sachen. Hier ist dieser Block, den man bekommt, wenn man diese Neon-Katze findet. Und aus dem kann man halt sich jetzt Sachen, also aus dem kriegt man erstmal diese Dinger. Und daraus, wie gesagt, kann man dann die Rüstung, Werkzeuge machen. Die sind wesentlich stärker als alle anderen Sachen hier. Heißt also, das ist quasi nochmal eine Liga drüber. Und ich habe auch hinzugefügt, also das war schon mit dabei bei der Mod. Und zwar, dass man diese Mese-Ohr, also das Zeug, halt unter der Erde findet. Das habe ich aber ein bisschen noch tiefer gelegt. Heißt also, ich weiß gar nicht mehr standardmäßig, ich weiß irgendwas mit 100 und sowas. Ich habe es aber auf minus 500 gelegt. Heißt also, man muss eine ganze Weile lang buddeln, bevor man das findet. Auch einfach, weil es overpowered ist. Genauso habe ich die Rarität auch extrem hochgesetzt. Also das soll wirklich so ein extrem seltenes Item sein. Ich habe aber ab einer noch viel weiteren Tiefe, welche sage ich jetzt nicht, auch das hier als Findbares gemacht. Dabei habe ich aber darauf geachtet, dass das hier noch rarer ist, noch rarer als dieser Meseblock.
Hat also, man findet ja ab, ich weiß gar nicht mehr, ab 1024 oder sowas, findet man ja diesen Meseblock. Und noch viel tiefer und noch viel seltener findet man halt, wie gesagt, diesen Rainbow-Block. Man findet den sowieso, wie gesagt, wenn man Neonkatze findet, die gibt es ja auch unterirdisch, aber die quasi als normales, findbares Item, was man auch so finden kann. Ja. Fand ich ganz cool, fand ich ganz geil. Und dann, was ich noch hinzugefügt habe, brauche ich jetzt mal kurz einen schönen Sichtpunkt. Tada. Ja, hier kann man sich, oh, da haben wir Sichtfeld durchstellen. Was ist hier los? Machen wir mal schön auf 400 oder so, dass man schön sieht. Muss ein bisschen bauen. Gehen wir in die Richtung, hier vielleicht so. Jetzt ist man es vielleicht besser, schneller, keine Ahnung was. Egal, auf jeden Fall habe ich ein Träumchen, was ich schon lange hege, mal verwirklicht. Und habe die Skybox-Mod installiert. Yay! Ist direkt von einem Mythos-Entwickler, die Mod. Dafür hat er auch damals direkt die Engine erweitert und mit der entsprechenden Funktion. Aber wie gesagt, jetzt habe ich sie halt auch mal, weil ich es halt ganz cool finde. Vor allem, dass damit auch das Lichtlevel in der Welt geändert wird. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch den Lichtwert als solches beeinflusst. Heißt also, ob zum Beispiel, es gibt hier auch im Skyblock den Dreier, der ist dunkel. Ob da jetzt zum Beispiel auch Monster spawnen oder ob die Monster immer noch denken, dass es eigentlich Tag ist, weil es ist ja eigentlich 12 Uhr, ne? Es ist ja auf meinem Server generell 12 Uhr und doch jetzt gerade ist es 12 Uhr. Warum ist es 11.99 Uhr? Das macht absolut keinen Sinn, egal. Und dementsprechend ist jetzt halt die Frage, ist es jetzt eigentlich noch Tag und damit spawnen keine Monster? Oder gehen die Monster ausschließlich nach dem Lichtlevel und der ist jetzt niedrig? Und dementsprechend spawnen die jetzt auch quasi schon. Das wäre mal ganz interessant zu wissen, weil die Mobs spawnen ja auch unter der Erde, wo es ja auch dunkel ist. Deswegen kann es durchaus sein, dass die jetzt danach gehen. Vor allen Dingen ist das etwas, was gar nicht serverseitig ist, sondern es ist clientseitig. Das heißt, jeder Spieler kann auch seine eigene Skybox einstellen und dementsprechend dürfte das eigentlich im MyTest Server gar keine Änderung hervorrufen dürfen. Sprich also, es ist zwar jetzt dunkel, aber es dürften, wie gesagt, eigentlich keine Monster spawnen. Sondern es ist wirklich einfach nur Atmosphäre in dem Moment. So, dann jetzt noch hier schön bewölkt, ne? So Sonnenaufgang oder Untergang. Easy peasy, lemon squeezy. Ja, 5 ist eher so mittel, so ein, ne, so ein bisschen bewölkt. Quasi, ja, halt ein bewölkter Vormittag, abends oder so. Und dann gibt es auch noch 6. Und 6 finde ich ganz witzig, weil 6 ist quasi richtig sonnig. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden und gelesen habe, dann ist es damit sogar noch heller als original Mindtest. Das heißt, wenn man das so als Gamma-Wert betrachten würde, normal Mindtest ist halt 1. Alle anderen gehen halt mit 0, noch was. Ja, hier ist dunkel zum Beispiel, hat dann, weiß nicht, einen Gamma-Wert von, ja, geschätzt 0,3, 0,5, irgendwie so. Und bei dem 6er, da ist aber, wie gesagt, sogar heller als im Vanilla-Mindtest. Können wir mal ganz kurz ausprobieren, indem wir einfach mal jetzt auf Vanilla schalten. Ah, okay, nee, ist also tatsächlich sogar gleich. Schade. Ich dachte, wie gesagt, das ist hier in dem Sinne sogar heller. Ja, jetzt ist halt die Frage, ob wir jetzt fürs Let's Play einfach die ganze Zeit das so lassen. Weil wie gesagt, ich persönlich finde es halt so ultra nice. Das einzige Problem, weswegen ich bei mir halt noch nicht sicher bin, ob ich die Motti drin lasse, ist, ich muss jedem Benutzer die Skybox-Privilegien geben. Oder ich ändere die Mod so weit ab. Ich habe die sowieso schon ein bisschen abgeändert, weil die Texturen, die hier normalerweise drin sind, sind Ultra HD. Das heißt, die Skybox besteht aus 6 Texturen, ne? Oben, unten, links, rechts, vorne, hinten. Und jede dieser Texturen ist 2000x2000 Pixel groß, standardmäßig. Das Problem ist, dabei braucht die Mod halt 16 MB, alleine für die Texturen. Und das ist halt sehr viel Traffic und deswegen habe ich die halt runtergeschraubt auf jeweils 1000x1000 Pixel. Damit hat die Mod jetzt gerade noch 4 MB, das ist vollkommen vertretbar. Das dürfte Anmeldezeit an meinem Server nicht merklich verändern, aber es sieht halt ultra geil aus.
Wie gesagt, das Problem ist halt nur, ich muss halt allen Spielern auch die Skybox, ja, das Skybox-Privileg geben. Bei neuen Spielern ist das kein Problem, aber die Spieler, die bereits vorhanden sind, die kommen dann leider nicht in den Genuss. Ich weiß auch nicht, ob man nachträglich allen bereits vorhandenen Spielern irgendwelche Privilegien geben oder entnehmen kann, also so automatisiert quasi. Wüsste ich erstmal nicht wie. Auf jeden Fall ist das halt ultra nice. Das hebt halt die Stimmung unglaublich hoch. Ich mag's. Also jetzt fürs Let's Play lassen wir es auf jeden Fall erstmal so. Und dann gucken wir mal. So. Jetzt mal wieder zu den anderen Sachen, was sich nämlich auch noch geändert hat. Ich habe, dazu melden wir uns mal hier ganz kurz ab. Und ich gehe mal kurz in meinen Walker-Account rein. Lalalala, bam, bam. Yay. Ich habe nämlich doch eine kleine Mod hinzugefügt. Naja, also klein ist sie nicht, aber cool ist sie. Und zwar hatte ich ja vor kurzem bereits die Mesecon-Mod hinzugefügt. Beziehungsweise die war schon von Anfang an mit drauf, weil ja hier für brauchte ich ja für Home Decor oder so ein Scheiß. Irgendwas brauchte ich ja Mesecon. Und hab jetzt aber. Nanu, Mist, ich bin unten. Fuck my life. Na gut. Da muss ich jetzt erstmal irgendwo hin. Da ich aber nicht zeigen möchte, wohin, machen wir das in der nächsten Folge. Da kann ich nämlich davor heimlich hin teleportieren, ohne dass jemand herausfindet, wo das ist. Aber wie gesagt, ich habe jetzt die Technics-Mod installiert. Und damit auch schon eine kleine Testanlage aufgebaut. Gut, dann sage ich das, wie gesagt, in der nächsten Folge. Mist, da bin ich hier schon als Volker-Kreuz wieder rumgelaufen auf dem Server. Fuggedy fuck. Ist ja egal. Macht er ja nichts. Rennt ja nicht weg. Jutchen, das heißt, dann widmen wir uns jetzt wieder dem eigentlichen Gameplay. Und das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch unser Dach vervollständigen. Das auf jeden Fall. Und dann können wir uns langsam aber sicher mal in Richtung Ressourcenbeschaffung für, ja, für die ganzen Sachen machen, die wir halt für Home Decor brauchen. Also ganz viel Plastik, ganz viel Keramik und ganz viel alles andere. So, dieser Himmel. Was eigentlich mit dem Rechner schon wieder los? Der. So, warum ist es hier im Zimmer noch gar nicht? Wer weiß. So. Haben wir noch Dings der Bums da noch? Bricks? Ja, wir haben sogar eine ganze Menge. Lol. 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 Ach stimmt, hatte ich ja letztens gemacht gehabt gleich. Hatte ich ja gleich in den Ofen reingeschmissen. Da war ja was. Ha. Haben wir jetzt auch nicht gebraucht, weil ich habe jetzt gerade dran gedacht, aber interessant. Okay, das heißt, dann machen wir jetzt das Dach. Habe ich bereits habe ich fertige Bricks. Hier nichts, hier natürlich auch nichts. Okay. So, dann brauchen wir Slabs. Und zwar einige. Aber nicht allzu viele, das heißt, ich werde immer ein paar machen und gucken, wie weit ich damit komme und dann immer wieder ein paar nachmachen. Ha, unsere Felder wachsen so schön und super und gut und geil und das Baumwolle ist bereits fertig. Nice. Dann werde ich das mal direkt abernten. Oh Jungs, die Folge ist auch schon alles fertig. Geilomato. Sehr schön. So. Einmal noch da und dann. Die anderen Sachen lasse ich erstmal. Die brauchen wir jetzt nicht so unbedingt, aber gerade Baumwolle brauchen wir halt für die Backpacks. Da wäre es also günstig, wenn wir da möglichst schnell möglichst viele haben. Oder haben wir schon Backpacks? Tschüss!
wir haben schon Backpacks. Wow, okay. Dann war das gerade komplett umsonst, aber also, dann ist es halt so. Oh, Alter, diese. Oh, das fährt diese Atmosphäre hier gleich so unglaublich auf. Eieiei. Also meinetwegen könnten sie diese Skybox-Mod durchaus direkt mit MyTest vertreiben, also standardmäßig dazu quasi packen. Und dann auch diesen Skybox, also Skybox 6, halt auch als Standard definieren für alle Spieler, weil es ist halt unglaublich geil. Es ist einfach unglaublich geil. Ja eben, ich könnte auch einfach mal die Mod so weit anpassen, dass man erstens für diesen Skybox-Befehl kein Privileg braucht. Und ich könnte auch so machen, dass die Leute, die joinen und noch keine Skybox definiert haben, nicht standardmäßig die Skybox 0 bekommen, also ohne Skybox, sondern die Skybox hier bekommen. Dann haben zumindest alle Spieler, die auf meinen Servern joinen, automatisch das Ding als Skybox. Das ist halt unglaublich schön, unglaublich geil. Herrlich. Ich meine, guckt euch das an. Das ist doch einfach nur krank. Oh ja, das ist geil. Ach ja, siehst du, unseres komisches Wasserhütchen müssen wir auch noch machen. Gut, egal. Erstmal machen wir Dach. Ich will hier draußen gar nicht mehr weg. Das ist so schön. So schön. So unglaublich schön. Ja, hallo, ich bin ein Aktivist der Grünen, ich mag die Natur. Ja, wieso magen Sie die Natur? Ja, ich habe MyTest gespielt, ey, und da war voll schön. Hisse, was lehrt uns das? Menschen können nicht nur durch Spiele aggressiv werden und Amokläufe begehen, sondern sie können auch wunderschön werden und Umweltaktivisten werden. Computerspiele ermöglichen einfach alles. So, du kommst nach da, dann machen wir davon erstmal. Eigentlich kann ich erstmal alles direkt fahren. Oh. Ziegler. Wow. Wow. Jetzt sind wir offiziell. Was ein schöner. Ja. Hallo Mami, ich bin ein Ziegler geworden. Ich weiß, du bist nicht stolz auf mich, aber dafür bin ich umso stolzer auf mich. Ey, passt genau. Ha, lol, geil. Easy. So, machen wir mal jetzt hier. Komm, machen wir mal so Rinja. So, 6. Das reicht auf jeden Fall nicht. Wir brauchen mindestens 36 oder so. Ja, könnt ihr hauen. Okay, ein paar hatte ich da gerade schon gehabt. Das war natürlich wieder. Nein. Was zur Hölle? Ich hasse dich. Nein, ich. Was? Das da. So. Dann machen wir es wieder mit dem Replacement-Ding. Arschloch. Also dieses Platzieren von Blöcken und da meint es, das ist halt wirklich absolute Katastrophe. Ich meine, letztendlich, ja, es ist klar. Ich meine, ich weiß, wieso das passiert, was passiert. Weil die Sache ist natürlich, wenn man jetzt hier solche Blöcke hat wie das hier, ne, diesen Baumstamm, dann möchte man, wenn man jetzt da dran ein Dingsbumster haben möchte, dann möchte man das hier natürlich so platziert haben, dass es halt dran ist. In dem Moment ist das natürlich logisch. Aber wenn man natürlich einen Slab hat und das daran klatscht, dann wäre es halt sinnvoll, das auch direkt so auszurichten, wie der andere Slab ist. Das könnten sie also quasi noch hinzufügen, wäre halt eine Abfrage mehr. Wäre halt die Frage, ob das Sinn macht. Auf jeden Fall wäre es schön, wenn. Ja. Baum. So. Na nun? Oh. 1, 2, 3, 4. Ah, da ist dann wieder einer zu wenig. Da war ja wieder klar. Aber ich glaube, wenn einer zu wenig ist, dann lassen wir das hier einfach mal direkt offen und nehmen das direkt als Leiter nach oben. Können wir ja so machen. Dann haben wir quasi einen Aufgang zum Dach. Ist ja in dem Sinne jetzt nicht so ungewöhnlich. Einzig, was halt schön wäre, ist, wenn wir dann hier noch irgendwie so eine Luke machen könnten. Das würde aber mit der Leiter nicht passen.
Obwohl, ich kann ja einfach mal ganz kurz ein bisschen rum experimentieren. So, erstmal bitte alles nach unten. Das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen mal eine Falltür. Machen wir eine aus Holz oder eine aus Stahl? Zu dem Dach würde tatsächlich eher Stahl passen, ganz ehrlich. Dann machen wir auch eine aus Stahl. Ist ein bisschen verschwenderisch. Aber ganz ehrlich, fürs Let's Play kann man das mal machen. Angenommen, wir haben überhaupt Stahl. Okay, damit hätte ich dann die Sache direkt erledigt. So, gibt es noch andere Materialien oder gibt es nur Stahl und Holz? Ja, es gibt leider immer noch nur Stahl und Holz. Auch mittels Home Decor wird nichts Neues hinzugefügt. Schade. Naja. Was soll's? Dann machen wir jetzt erstmal einen aus Holz. Wenn wir jetzt später irgendwann mal Stahl haben. Stimmt, ich wollte noch auf eine richtige Hüllentour gehen. Für Stahl suchen endlich mal. Wenn wir dann irgendwann mal Stahl haben, können wir dann ja immer noch das Ding austauschen. Weil so eine Holztür zu verschwenden, tut jetzt nicht so sehr weh. Kostet ja bloß Holz, ne? Und Holz ist ja Rohstoff. Das weiß jeder, der schon mal im Amazonas war. Das ist jedem egal. So, jetzt haben wir hier so eine schöne Tür. Die Frage ist halt nur, kommen wir jetzt ohne der Leiter auch raus? Oder war das jetzt ein Schuss? Ja doch, wir kommen raus. Geil, dann geht das jetzt sogar. Nice. Diese Dinger hier, die gehen nach innen. Ist das schon immer so? Oder ist das jetzt auch etwas, was Home Decor hinzugefügt hat? Hier hat man mal das richtige Tiefe. Weil ich kann das halt von diesen Bücherregalen. Ne, bei den Bücherregalen ist ja so, ne? Ist ja jetzt auch richtig 3D. Bücher, da. Irgendwo. Ne? Hier so bei den Bücherregalen. Guckt mal. Da hat man jetzt auch richtig Tiefe. Das ist halt wegen Home Decor. Aber das mit dem Haus, das kannte ich noch gar nicht. Mit dem Haus. Mit diesen Falltüren kannte ich noch gar nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt in Minecraft allgemein so ist. Das dürfte also auch durch Home Decor sein. Mit dieser Tiefe da. Das ist natürlich richtig nice. Sieht schön aus. Hübsch. Sehr hübsch das Ganze. Okay. So, dann haben wir jetzt unser Haus soweit schon mal fertig. Wie gesagt, alles was jetzt noch fehlt, ist jetzt hier noch eine Zwischenwand. Und dann halt die Einrichtung. Und dafür brauchen wir aber halt viel Keramik. Wo bekommt man überhaupt nochmal Keramik? Keramik war doch Teer und noch so ein Scheiß. Ich weiß gar nicht, wie man Keramik im Englischen schreibt. Ah, das war schon mal Griff ins Klo. Kerama. Keram. Was hast du da bitte schön mit Ker? Ach so, ja. Okay. Aber trotzdem nicht das, was wir suchen. Keramik. Dann gucken wir mal ganz kurz. Wir suchen einfach irgendwas, was hier aus Keramik ist. Nein. Das da zum Beispiel. Das ist aus... Aber Marmor ist doch Marmor. Moment, schau mal, oder habe ich das mit Keramik verwechselt und wir brauchen gar keine Keramik? Ist denn überhaupt Keramik? Bin ich jetzt dumm oder so? Wissen wir mal, hier, nee, das ist ja Eisen. Wo ist denn ganz normales Waschbecken zum Beispiel? Ganz normales, klassisches, scheiß Waschbecken, da. Okay, wir brauchen Marble. Ah, okay, Marmor? Achso, einmal von Technik und einmal von Building. Lol. Ja. Genau, das ist das, was wir früher gesucht hatten. Lehm und Teer war das. Okay. Was brauchen wir hierfür? Ja, wow. Nani? Ach stimmt, das hier findet man direkt irgendwo im Untergrund. Das heißt, wir müssten dann immer in den Untergrund gehen und irgendwo zu einer Stelle gehen, wo wir halt noch nicht waren. Ja, könnte man das auch verwenden. Das ist natürlich geil.
Dann gehen wir mal direkt in unsere Mine. Das Problem ist, bei der Mine, da haben wir bereits, ne, da waren wir ja schon. Dementsprechend müssen wir dann halt noch weiter runtergehen. Dann machen wir das am besten auch. Dann gehen wir da gleich mal schon auf eine Tour. Dann machen wir es jetzt erstmal direkt mit einer Ressourcentour. Wenn wir jetzt eine richtig schön, dann, genau, machen wir jetzt eine richtig schön ausgedehnte Tour, suchen Eisen und Marble. Und, ja, was hier los ist. Und dann werden wir hoffentlich irgendwann mal ordentlich Ressourcen haben. Bist du hier drinne? Nein. Wo ist denn meine Baumwolle? Hä? Wo zur Hölle lagere ich meine Baumwolle? Na gut, wisst ihr was? Also ich habe die Samen drin, dann mache ich Baumwolle hier auch rein. Easy. So, Holz kommt in die Holzkiste. Das ist die Dingsabungserkiste. Hier ist die Holzkiste. Da. Okay, das kann damit rein. Ein bisschen Teer haben wir sogar schon. Ein bisschen Marmor haben wir auch schon. Also wir könnten quasi sogar, ne, wir könnten sogar schon... Hey, Moment mal, ist das direkt Marmor? Also ist bereits schon Marmor. Wir haben Marmor bereits. Wow. Okay, ja, das ändert natürlich die Sache jetzt erheblich. Könnten wir also doch direkt loslegen mit bauen. Gut. Das heißt, was brauchen wir alles? Wir brauchen Zahnräder, die dann überall in der Wohnung rumliegen. Perfekt. Ansonsten brauchen wir zuallererst mal ein Waschbecken. Waschbecken und einen entsprechenden Wasserhahn dafür. Und natürlich eine Toilette. Ich meine, eine Badewanne brauchen wir jetzt nicht unbedingt, weil ich meine, ganz ehrlich, wir sind direkt am Wasser. Also, wenn wir baden gehen wollen, können wir einfach direkt ins Wasser springen. Brauchen wir nicht. Aber halt Waschbecken und Toilette wäre schon ganz geil. So, da haben wir eine komplett Badezimmer, Krimskram. Achso, Krimskram. Was zur Hölle ist das denn für ein Wort? Brauchen wir aber Glas. Ja, kleiner runder Glastisch. Was ist das denn für ein Scheiß? Achso, das ist das, was über den Waschbecken kommt. Ah, da ist ein Spiegel und so eine Ablage mit Zahnbürsten und so Scheiß. Könnten wir auch mal machen. Da brauchen wir aber auch erstmal Plastik-Sheets für. Und wie gesagt, eine kleine Glas. Achso, dann ist ja relativ einfach. Haben wir eigentlich schon Plastik? Also Glas hätten wir sogar ein bisschen. Da schmeiße ich direkt mal weiteres in den Ofen. Die Frage ist jetzt aber vor allen Dingen, schmeißt euch mal direkt hier rein. Du nach da. Du nach da. Und dann wäre es die Frage Plastik. Plastik haben wir noch gar nicht. Nee. Okay, woraus... Warte. Ist Reis, ne? Ja, ist Reis. Woraus bekommen wir Plastik? Plastik. Da brauchen wir erstmal diese kleinen Dinger für. Was? Momentchen mal. Achso, wir können das also auch hier. Ah, okay. Also Blätter hauptsächlich. Da hast du wieder diesen Ölextrakt. Das können wir dann kochen. Dann bekommen wir das Zeug. Also müssen wir nochmal kochen. Und dann bekommen wir endlich unsere Blätter. Ist ja nett. Oh, wir können auch Kerzen machen. Ist ja süß. Oh, ist ja richtig süß. Lol. Das brauchen wir aber nicht. So, was ist das hier bitte schön? Wofür ist das denn? Ach so. Ja. Das ist kein... Daraus macht man kein Plastik, sondern das ist ein Material aus Plastik. Daraus kann man denn solche Konstrukte fertigen. Na gut, das ist aber nicht das, was wir suchen, sondern wir brauchen erstmal Plastik. Das heißt, wir brauchen ganz, ganz viele Blätter. Sollte kein Problem sein. Wir haben mehr als genug Blätter. So, gucken wir mal in unsere Blätterkiste. Beziehungsweise... Komm, ich mache jetzt erstmal Schluss. Machen wir in der nächsten Folge. Oh, da kam gerade jemand on. Nice. Ja, ist egal. In dem Sinne, schauen wir vor.